Überfüllte Straßen, viele, viele Leute, die nicht wissen, dass man bei Rot eigentlich nicht über die Straße geht und lauter Audis, das kann nur eine Stadt in Deutschland sein, das kann nur München sein. Martin, würdest du mir zustimmen? Das passt. Hallo Christian. Hallo Martin. Wir spielen nach langer Pause endlich wieder einen Simulator, eine Simulation. Und was für eine? Wir spielen den Citybus Simulator München. Der zweite Teil dieser Simulationsserie. Der erste führte uns nach New York. Aber wer will schon nach New York, wenn Ach, nein, das Glück echt? Um die Ecke sein kann? In New York der erste? Ja. Ich habe völlig verpasst, ich war ja im Urlaub. Deswegen auch die lange Pause. Unter der anderem. Ist schon älter, der ist von 2010. Ach so. Ich dachte, der wäre jetzt aber vor kurzem rausgekommen. Nee. Okay, dann habe ich es so verpasst. Leute, die die Simulationsreihe schon kennen, wissen, wie das hier läuft. Wir spielen wieder vier Teile. Wie immer, spielen halt das Spiel rein. Haben uns extra nicht vorbereitet, also nicht extra. Extra. Haben uns zurückgehalten. Wir wollten uns die ganze Zeit vorbereiten, aber. Nee, aber wir machen das ja wirklich so. Spielen rein und gucken halt, wie gut die Tutorials zum Beispiel sind. Wie erschließt sich das Spiel einem, der halt wirklich das Spiel einfach anmacht und mal losspielen möchte. Was dann immer besser wird. So, und jetzt haben wir das Tutorial angeschaltet. Oben stehen mal die Anweisungen, was wir zu tun haben. Zum Beispiel C drücken. C drücken. Im Fahrerarbeitsplatz zu sitzen. Super. Dann können wir uns hier umschalten. Wir sehen, es sind MAN-Busse. Und deren Batteriehauptschalter ist bekanntlich auf Taste E. Nur mal ganz kurz, was das für eine Verbesserung ist. Wir haben ja schon einige Simulationen jetzt gespielt in unserer Reihe. Ja. Oben habt ihr die Verlinkung dann, falls ihr die anderen Spiele mal sehen wollt, in den Anmerkungen und in der Beschreibung, dass es hier ein vernünftiges Tutorial halt gibt. Wir saßen schon oft hier im Bus. Schauen wir mal. Also noch fahren wir nicht. Immerhin, aber die ersten Schritte sind richtig. Wir hatten es schon wirklich, dass wir den Bus-Simulator, den Omnibus-Simulator hier, da saßen wir halt die erste Folge drin und haben ziemlich wirr rumgeklickt, weil es halt kein Tutorial gibt. Ja, mal schauen, ob wir hier weiterkommen. Also noch fährt das Ding, wie gesagt, nicht. Das ist übrigens die Buslinie 100 in München, die sogenannte Museumslinie. Mit der bin ich noch nicht gefahren. Die ich auch noch nicht. Die führt Kultur ist halt nicht an den Highlights der Stadt vorbei. Kultur ist halt nicht für uns. Da, wo wir nicht sind. Zündschlüssel durch einmaliges Drücken von P in Position 1 bringen. Wo ist denn der Zündschlüssel? Sehe ich ihn. Was? Ist es zu kalt? Zu kalt im Fahrgast. Mit der Reihe nach. Erstmal hier P drücken. Cool. So, er ist an. Ja, geil. So, in Position 2 sollen wir es auch noch drehen. Das haben wir jetzt einmal angemacht. Wo ist denn der Zündschlüssel? Ich sehe ihn nicht. Ja, das ist ein bisschen schade. Das wird so hinter meinem Lenkrad versteckt okay, sein. Okay, sagt er mir. Zum Starten des Motors P und nach oben gedrückt halten. Wow. Also P und Bild auf. Okay, zum Starten des Motors muss man das Gaspedal drücken. Ist das nicht das nach oben? Probier es nochmal. P. Vielleicht ist nach oben auch die Pfeiltasten. Probier es mal. Nee, das ist auf dem Numplock. So, damit kann man das angucken. Das sind jetzt hier die. Ach, das sind die Kameraperspektiven. Warte mal, einen Moment. Wie komme ich denn wieder zurück? Ups, nein. Ja, jetzt geht schon los. Aber das kenne ich. Das da oben sieht wirklich aus wie in den Münchner Bussen. Was da oben? Diese Anzeige um die nächsten Haltestellen, also die war jetzt noch nicht aktiv. Die ist hier hinter der, genau. Die genau, ist hinter das kenne ich, Wahnsinn. Wir haben auch schon den Computer angemacht. Drück mal nur noch. Das Getriebe auf neutral. Ich glaube, du hast jetzt schon neutral hier geschaltet. Da steht R. Ich glaube, wir bist im Rückwärtsgang schon. Oh, schon die ersten. Zum Glück haben wir aber nicht nur das Tutorial, ich habe auch das Handbuch. Wir müssen erstmal wieder in die neutrale Gangschaltung. Ich habe zumindest schon mal das Licht angemacht. Ja, dann finde ich gar nicht so schlecht. Dann ist schon mal alles gut. Christian, ich bin stolz auf dich. Und den Blinker auch. Schau mal, Warnblinkanlage. Passenderweise auf W. Warnblink. So, ich habe jetzt hier keine Zeit für deinen Quatsch. Ich muss jetzt finden, wie wir in den Anzeigen... Wir haben diesmal sogar eine Maus, allerdings auch wieder keine Mouseover-Anzeigen scheinbar. Aber man kann wieder die Knöpfe auf dem Armaturenbrett direkt anklicken. Kann man, oder? Moment. Ja, ich habe allerdings jetzt gerade... Ach, wenn ich die Leertaste drücke, dann aktiviert er die Maus. Und schau mal, diesmal sind sogar die Tasten mit Mouseovers hinterlegt. Das ist super. Das ist doch super. Kannst du jetzt vielleicht einfach mit der Maus an die Gangschaltung klicken? Moment, wo wäre denn die Gang? Das hier ist der Kombihebel. Retarder-Stick. Gangauswahl. Ha, dann machen wir auf neutral. N. Damals. Sa, sehr gut. Brauchen wir überhaupt nicht hier dieses Hand. P und nach oben. Halt mal P gedrückt und jetzt ist nach oben. Nee, irgendwie, guck mal, dann schaltet er den Gang durch. Mach mal nach unten, dann geht es wieder neutral, okay. Springt der Motor nach ca. 10 Sekunden nicht an, Start vor Abbrechen. Sonst machen wir ihn kaputt. Oh, ich habe schon zu früh gelobt eben. Ja, weißt du, wie ich vor 10 Sekunden gesagt habe, oder vor 2 Minuten, das wird super und dass wir gleich losfahren können. Aber die Nach-Oben-Taste ist doch, das ist doch die richtige Moment. Also...
Zusatzheizung ist auf jeden Fall aktiviert. Was ist denn TCO in einem Bus? Frag doch nicht hier gleich sowas. Im Handbuch steht übrigens auch Taste P und Pfeil nach oben Taste. Pfeil nach oben ist aber schon dann die vier Tasten. Genau. Kannst du mal nur... Drückst du P und das gleichzeitig jetzt, oder wie? Ja. Drück mal nur die Pfeiltaste. Ich höre auch nicht, dass der Motor irgendwie mehr macht. Nochmal kurz. Und jetzt das Gaspedal. Halt mal gedrückt, die nach Pfeil nach oben Taste. Guck, da passiert aber irgendwas. Irgendwas passiert da, ja. Das ist da der Drehzahlmesser nicht. Und jetzt nochmal Pfeil nach oben Taste. Guck, aber irgendwas haben wir geschafft. Prima. Wir haben es zu zweit übrigens jetzt auf die Pfeiltasten und P gedrückt, so mit drei Händen. Und aber das ist beim richtigen Bus auch so. Dreihändige also Busfahrer? Am Anfang muss jemand noch mit zusätzlich einsteigen. Ist kein Quatsch. Das habe ich die gesehen. Die Kinder glauben dir das doch alles. So, was haben wir denn? Wir haben 10... Und nicht schwarz fahren. 10 feste Kamerapositionen. Und die können wir auf der rechts mit dem Nummern voreilig, wie wir waren, sind wir hier schon. Schau mal, hier ist der Zündschlüssel. Da unten ist der, zu wissen. Das sind vier bis neun. Also mit anderen nicht. 1, 2, 3 ist was anderes. 1, 2, 3 ist was anderes. Und mal, Minus und Plus. Das ist nämlich die Frage, ob man richtig steht. Warum belegen Sie denn 4 bis 9 und mal, Minus, Plus und 1, 2, 3 mit was anderem? Also, hallo? Mal wäre das hier. Warum ist das denn nicht einfach 1 bis 9 auf der... Ich weiß es nicht. Ich war doch auch nicht da, als ihr das gemacht habt. Egal, dann gehen wir wieder auf die normale Sicht. Welche ist denn das? Hier ist die Fahrernummer, die müssen wir bestimmt gleich eingeben. Das kommt alles noch. Ich weiß meine nicht, ne? Das ist klar. Also da geht's dann 555 Nase. So, mit rechter Maustaste können wir das Tutorial weitermachen. Das ist übrigens nicht rechte Maustaste, ist die mittlere Maustaste. Ah, okay, muss ich dich korrigieren. Guck, mit dem Plus... Also, pass mal. Mit Plus kommst du wieder das in die Fahrerposition. Nee, das macht er jetzt automatisch. Ah, er zeigt uns jetzt mal. Er zeigt uns jetzt, wo was ist. Ah, fantastisch. Dann bewegt die Maus nicht, sonst kommt er durcheinander. Innerhalb der Menüs kann ich dann die Maus bewegen? Ja, innerhalb sogar der Kamerafahrten automatisch. Geil. Cool. Wahnsinn. Das gucken wir einfach mal andächtig an. Ich glaube, das wird Co-Pilot. Das ist unser Co-Pilot übrigens. Ich glaube, das wird diesmal richtig gut. Ja, also jetzt diese kurzen Anlaufschwierigkeiten überwunden. Laut, ich glaube, es wird. Laut Produktbeschreibung, also dem, was hinten drauf steht, ja, sind, glaube ich, sogar, also es sind 43 Sehenswürdigkeiten inklusive der Theresienwiese dabei. Und ich glaube, Originalansagen. Achso, es sind bloß die Ansagen für die Station. Ich dachte, es sind auch so wie bei einer Stadtrundfahrt, da so ein bisschen was erzählen. Ja. Aber es gibt eine interaktive Funkkommunikation mit der Leitstelle inklusive Funkverkehr. Das müsste eigentlich. So. Sonst müsste eigentlich der Kopf platzen. Ja. Du hast völlig recht. So, jetzt klick mal weiter mit der nächsten Maustaste, dass die nächste Einblendung vom Dings kommt. Das macht er jetzt nicht. Oder müssen wir das jetzt nochmal machen, was da oben steht? Sehr schön. Okay. Vielleicht reicht ihm das schon. Ja. Der zweite, okay. Ja. So, stopp mal kurz. Mit Tasten leer, Steuerung, Umschalt, STG rechts und Umschalt rechts, die Rückspiegel anschauen. Was, wie viele Rückspiegel hat der denn? Das probieren wir jetzt der Reihe nochmal. Oh Gottes Willen. So, kurz, Steuerung links. Ja. Ah. Kannst du mal einstellen, stell dir mal ein. Können wir uns selber sehen? Das wäre mir am liebsten eigentlich, ja. Leider nicht. So, was haben wir noch? Umschalt. Ah, kann man direkt rausgucken. Steuerung rechts. Das ist der andere Spiegel natürlich. Und Umschalt rechts. Ja, egal. Die beiden Umschalttasten finde ich ganz praktisch, um wirklich mal so nach hinten zu gucken. Ja. Obwohl das ja eigentlich. Das ist ja völlig unrealistisch. Nicht realistisch ist. Eigentlich dürften wir nur in den Spiegel reinschauen. Na, vielleicht nutzen wir auch nur die Spiegel. Stell dir mal noch eins, dass wir da hinten den Bus richtig sehen können. Ich musste auch hier. Nach hinten gucken können. Ja, so. Details ein bisschen herunterstellen. Das ist mehr möglich. Dazu braucht ihr allerdings einen NASA-Weltraum-Computerberechnung. Ja, wir mussten die Grafikoption ganz schön runterstellen, weil wir hatten alles hochgestellt und da lief es nur mit 12 Frames. Und das ist nicht so schön. So, jetzt kann Tutorial, nächster Schritt. Ah, Leertaste. Wie viele Tasten denn noch? Da können wir gucken, ob hinten Unsinn getrieben wird. Wird ja gerne mal in einem Bus. Ja, also aber nicht bei uns. Nicht bei uns. Da ist aber was los. Da gibt es dann Stunk. Da baue ich selber noch die Prügeltaste ein ins Spiel. Hallo. Ja, so. Haben wir. Der zeigt doch alle Kameras nur einmal. So, eigentlich ganz nett. Hätten wir gar nicht vorher zeigen müssen. Nein. Das Spiel macht schon alles. Probier's einfach mal aus, der Amidor schon. Ja. Das müssen wir jetzt auch nochmal, dann sagt er sehr schön, so, weiter. Wir machen alles zu früh immer. Ja. Ah, guck mal, mach das mal. Aha. Mit Rußfilter. Mit Rußfilter. Ihre MVG. Busse sind sauber. MVG ist übrigens super. Ich habe eine Jahres- und Monatskarten und so und MVG ist super. Ich bin gerade mit der 140 auch gefahren. Hat wieder gut geklappt. Ich bin mit dem... Nee, stimmt gar nicht. Ich bin mit dem Taxi gefahren.
Aha. Weil ich dachte, ich schaff's nicht mehr rechtzeitig. Na gut. So. Aber ich fahre sonst auch mit der S-Bahn und der U-Bahn. Guck mal, jetzt können wir hinten schön kalt machen, bei uns gemütlich warm. Zum Beispiel. Das ist die Feststellbremse hier, aber. Ich glaube, wir sollen auch noch nichts machen. Das war nur so eine Information. Aber es hieß ja auch, es sei zu kalt. Jetzt kommen wir gleich erst. So. Aktuelle Temperaturen werden im Fahrerdisplay angezeigt. A wie außen. Hä, wo ist das A? Wo ist das A? Ich sehe das A nicht. Das gute A, das gute. Wer das noch kennt. Auto. FP ist der Fahrer so warm. Wir sind. Nee, warte mal. Achso, FR ist 0 Grad. 0 Grad. Da hinten ist 0 Grad? Ja. Kein Wunder, dass da keiner drin ist. Außen ist aber auch 0 Grad. Ah, es schaltet automatisch durch. Guck. Das scheint aber nicht aktuelle Temperaturen zu sein, denn in München ist es derzeit unfassbar Grad. Warm. Und außen 0 Grad. Es ist überall 0 Grad. Aber egal, machen wir es mal weiter. So, jetzt aber probier hier. Probier es doch mal aus. So. Dann stellen wir bei uns Wärme. Was ist denn der Knickschutz? Damit keiner abknickt oder was? Weiß ich nicht, das ist bestimmt der Notausschalter. Das ist halt der Eject-Sitz halt, ne? Genau. Der Steuersitz raus aus dem Bus. Ab, weg. Dachluke hinten vorn. Weiß nicht, was ich damit mache. Du bist so leicht abzulenken. Dann die Temperatur mal ein bisschen. Aber wofür ist denn das jetzt? Gebläse ein bisschen an. Für welchen Teil ist das denn jetzt? Das ist für uns, glaube ich, oder? Weil hier unten ist, guck mal, ist jetzt so ein Busfahrer mit einem Lenkrad davor. Mach mal ein bisschen höher. Spiegelfensterheizung. Mach also auf 2/3. Also wenn es 1000 0 Grad sind. So. Gebläse ein bisschen an. Was war das linke? Das ist Luftverteilung. Luftverteilung. Ah, das ist sowas wie aufs Fenster und mach es also auf die Mitte, dann kriegt alles was ab. Die anderen können so, auch was bekommen. Was ist das? Klimaanlage, Fahrerplatz. Ja, klick mal drauf. Bei Belie ist ein Dach und Fahrerfenster zu schließen. Okay. Egal, haben wir auf jeden Fall an. Frischluft. Frischluft ist auch gut. Ich möchte Frischluft. Nur Umluft, immer nur da drin. Ist auch nicht schön, immer die gleiche Luft. Mit dem Umluftding sollen wir aber nicht so oft anmachen. Ja, nee, aber hinten pupsen die dann in den Bus und dann muss ich das, wird das recycelt und ich kriege das vorne wieder in die Fahrerkabine. Nee. Was sind die anderen Knöpfe? Guck mal noch. Das hier ist. Nee, da vorne, da oben mal nicht. Da. Achso. Das sehen die Leute, ja, die draußen nicht, wenn du mit dem Handbuch auf dem Monitor zeigst. Ja, aber du siehst es. Ja, die brauchen keine Klimaanlage, sollen erstmal. Naja, doch, natürlich. Was bist du denn für einer? Naja, hallo, da stand gerade 0 Grad. Und dann, du weißt, wie das beim letzten Mal war. Da sind wir, haben wir Leute einsteigen lassen, ne? Und die haben gemeckert von wegen, was für ein Scheißfahrer wir sind und wie kalt es hier ist. Ja, und zumindest eins von den beiden werden es diesmal nicht sagen. Na gut. Warte mal, welches. Zusatzheizung. Reheat. Was mag das wohl? Was ist denn das hier? Warum blinkt denn das grün? Das hier? Batteriehauptschalter, den lassen wir lieber mal an. Den lassen wir mal an. Dachlüfter. Ich glaube, das passt alles, oder? Ja. Weiter. So. Der Fahrer ist schon separat klimatisiert. Geil. Dreh den Gebläseregler nach rechts. Das haben wir schon gemacht. Wir sind immer viel schneller als das Tutorial. Wir sind einfach zu gut für dieses Spiel. Aber wir rechnen auch nicht damit, dass das Tutorial tatsächlich uns Sachen erklärt. Weil wir sind das einfach nicht gewohnt. Von den Simulationen in der Tat nicht, ja. Aha. Achso, das müssen wir jetzt nochmal machen, damit er das weitergeht. Ah, toll, Christian. Auf warm. So. Gut gemacht. Richtig heiß. So. Bild nach unten. Das haben wir vorhin auch schon gemacht. Mach mal. Super. Ist jetzt schon an, allerdings. Mit. Ne? Ah, links und rechts blinken. Super. Ja, F6, F5. Aber das ist cool, dass es einem wirklich mal ein bisschen was erzählt. Wo ist denn F6 und F5? Ah, okay. An. Aus. Eigentlich hätten wir ja mal ein bisschen Schnee aktivieren müssen. Nö, das ist ja realistisch jetzt. Stimmt. So sieht es ungefähr in München auch gerade aus zur Weihnachtszeit. So, und jetzt die Türen 1 bis 3. Ah, guck, das sind die drei Türen im Bus nämlich. Guck mal, kurz die Rückspiegel mit Leertaste. Mach halt den Bus. Ja, geil, der ist ja offen, ist offen. Das ist aber nur ein Zweitürer. Also die dritte Tür gibt es einfach in dem Bus. Ah, okay. Vielleicht öffnet sich dann die Tür in einem anderen Bus. Per Zufall. So. Vor jeder Karte musst du die Fahrerkarte einlegen. Das kannten wir schon aus einem letzten. Inzwischen kennen wir uns da richtig aus als Busfahrer. Und hier der Maus. Klicke auf den Kartenschlitz und schiebe mit der Maus die Karte in den Tachograph. Befolge die Anweisung auf dem Display. Ah, cool. So, hast du jetzt gemacht. So, zweimal. Wir sind halt ein richtiger Player. Kennt er gleich. Das hätten wir wahrscheinlich vorher im Menü eingeben müssen. Wie heißt? Die Menüs sind übrigens unglaublich. Er hat das Datum richtig. Detailliert. Guck's dir an. Ja. Die Uhrzeit stimmt nicht ganz, aber das Datum stimmt. Drück mal auf okay. Rechts da. Da. Ah, sehr gut. 0 Kilometer gefahren. Der Beginn der aktuellen Lenkzeit, deine gefahrenen Kilometer, die maximale gefahrene Höchstgeschwindigkeit. Das ist ja gefährlich, dass sowas eingeblendet wird, weil der. Haben wir eine Herausforderung, mit welchem Tempo wir es durch München Challenge schaffen. Challenge accepted. 190 km/h mit dem Bus durch die Münchner Innenstadt. Ja, so. Ja, haben wir gemacht.
Klicken weiter. Okay, weiter. So. Ha! Weiter. Hallo, weiter. So, aha. Beachte die Anzeige auf dem Touchscreen und melde dich mit deiner persönlichen Fahrernummer und deiner Codenummer an. Ja, persönliche Fahrernummer. Gib mal was ein. OCC. Was ist ein OCC? Unter Fahrerkarte. Das ist das Operation Command Center. Operation Command Center? Willst du mich verarschen? Ja. Nein. Das ist, das, wenn ich jetzt Escape drücke. Ja, mach mal. Dann kommt hier das Menü. War das nicht schon beim Bus-Simulator auch so spacig, das Menü? Wo er meint, das sieht aus wie Crysis 3 oder so? Super. Hier ist allerdings... Hier ist sehr simpel jetzt. Hier ist eher simpel. Aber es heißt Operation Command Center. Nein, heißt es nicht. Doch, heißt es jetzt. Ich habe mir das ausgedacht. Aber ich konnte die Maus allerdings gerade nicht bewegen. Ich weiß nicht, warum. Wir gehen doch nochmal rein. Wir müssen jetzt hier unsere Fahrernummer finden. Hier ist keine Maus. Doch, da oben ist eine Maus. Tatsächlich. So, ich denke mal, das ist bestimmt bei Spieler. Jetzt öffnen sich hier ganz, ganz Fahrerkarte. Tricky die einzelnen Blätter. Ah, guck, 555 Nase. Ich habe es dir gesagt. Tatsächlich. Alles Fünfen. Sehr schön. Mach mal. Schließen. Finden wir okay. Dann können wir hier wieder zumachen. Es gibt übrigens noch eine Teststrecke, da kann man ein bisschen üben vorher. Man kann das sogar Wetter und rauchen wir Bus. Ich will es noch mal kurz zeigen, was man hier alles einstellen kann. Das ist der Hammer. Also zeig, klick mal auf irgendwas da, so Bremsanlage oder so. Bist du vollkommen bescheuert? Verrückt, was du da einstellen kannst. Also da steckt schon doch irgendwie ein bisschen was drin. Auch wenn es nicht danach aussieht. Die Bus-Simulatoren waren bis jetzt eigentlich immer ganz gut. Ja, also das hat zumindest immer irgendwie Spaß gemacht, sobald man dann mal verstanden hat, was man da ungefähr macht. Das gehört irgendwie, also die gehören schon immer zu den aufwendigeren Simulationen, die wir bisher hatten, die Bus-Simulatoren. Ja. Wir haben uns ja noch nicht an eine Zugsimulation rangetraut. Ich habe mal eine gesehen. Ich habe mal eine gekauft und ich habe es nicht mal geschafft, das blöde Ding zu starten. Ja, ohne mich, das bringt ja auch nichts, wenn du alleine sowas spielst. Ja. Das war komisch. Ich habe mir dann Tutorials angeschaut und eigentlich habe ich alles richtig gemacht, aber ich weiß nicht, was. Ja. Irgendwann werden wir uns machen wir zusammen nochmal und dann werden wir sehen, wie es irgendwann fliegen läuft. Wir dann auch mal. 5, 5, 5 Nase. So. Und. Das war irgendwie 6-mal oder 7-mal 5, oder? Nee, fast. Alles schon. Gleich war. So, Linie war 100, oder? Okay. Hast du sonst einen Sprechwunsch? Wenn du was sagen möchtest, klick mal unten auf den gelben. Sollten wir im Let's Play eigentlich auch einführen, so einen gelben Knopf. Immer wenn jemand von uns beiden einen Sprechwunsch hat, muss er das vorher draufdrücken und dann darf er was sagen. Hier, empfange Weisungen. Das ist doch was für uns. Wir möchten gerne Weisungen empfangen. Ja, guck, das steht auch sogar. Ja, mach soll mal. Ich das mal machen? Ja, empfang mal Weisungen. So, toll. 49 Funk auf Kanal 1. Mach das mal. Jetzt okay? Das ist jetzt kommt eine Durchsage von der Leitstelle. So, Kanal 1. Zentrale Anlagen 2, 2, 6, 4, guten Tag. Als Verstärkung wegen des Weihnachtsmarktes. Hat deine heutige Route folgende Kennung. 1, 0, 1, 1, 2. Sollte sich am Dienstplan was ändern, bekommst du es via Funk übermittelt. Das heutige Wetter in München wird regnerisch. Stop and go durch Bautmaßnahmen. An der Luitpoldbrücke. Eine Ausweichroute über die beschilderte Umleitung soll gefahren werden. Das ist ja super. Das ist ja der Hammer. Bin schon begeistert. Wahnsinn. Aber wie cool ist das? Und er wusste auch irgendwas von Weihnachten, oder? Ja, das Datum, 25. Weihnachtsmarkt. Oh, der Weihnachtsmarkt hört eigentlich am 24. mal auf. Es gibt ja ein paar so historische Weihnachtsmärkte, die haben immer ein paar Tage länger auf. Aber was sehr cool ist, ja. Was aber richtig gut wäre, es müsste so an diese Informationsdienste vom Navi angebunden sein. Das ist wirklich aktuelles Wetter. Das wäre super. So aktuelle Straßendaten. Es gibt ja Spiele, die das machen. Ich glaube, der Flight Simulator früher hat das gemacht. Der hat sich die Original-Wetterdaten geholt. Ich habe vergessen, das war irgendwie 1110112 oder so ein Quark war das. Du kannst beim Empfang dabei, so kannst du irgendwas nachgucken. Geh doch mal rein. Was sagt er denn da unten? Deine aktuelle Dienstnummer? Genau. Kannst du unter was? Jetzt hat er schon umgesprungen. Geh mal in Empfang dabei, so da steht eine aktuelle Dienstnummer. Guck das mal nicht. 10112. Okay. Wo gebe ich die denn dann ein? Hauptmenü. Steht auch da oben, wenn wir aufpassen. Ja. Guck, das kannst du danach soll ich ab. Genau. Und Anmeldung Route sollst du jetzt machen. Und das war 101. Sicher 101. Hör einfach 12. Ich habe aufgepasst. Nein, genau. 10112. Ist okay. Richtig, ja? Ja. So. Ha. Jetzt warten wir mal gucken, was er uns sagt. Wie sieht jetzt eine Fahrt aus? Ob wir eins aussuchen können oder ob er uns eine gibt. Das Problem ist, wenn wir das irgendwann mal ohne Tutorial machen müssen, bin ich wieder total aufgeschmissen.
wüsste jetzt nicht mehr, wie irgendwas geht. Ich passe ja auf die ganze Zeit. Wohin fahren wir denn? Wollen fahren wir zu Theresienwiese um 17.40 Uhr? Das ist jetzt gleich. Das schaffen wir noch in 8 Minuten. Ja? Wo denn? Wie denn? Das hier? Soll ich aussuchen. 17.40 Uhr Theresienwiese. 17.20 Uhr schon vorbei. 17.32 Uhr ist jetzt. Schaffen wir nicht. So. Nehmen wir hier. Okay. Fahre zu Startpunkt Theresienwiese. 23 Minuten haben wir Zeit dafür. Sicher, dass es 23 Minuten sind? Ich glaube ja, minus 23. So, achte auf die Durchsagen der Leitzentrale. Dich betreffende Informationen werden zusätzlich zu den Funksprüchen immer als Untertitel angesagt. Ach, da kommen dann auch noch mehr. Guck mal, hier ist schon 17.16 steht hier und dann minus 23 Minuten ist es 17.40. Tatsächlich. Geht ein bisschen anders als unsere Uhr, aber naja. Ja, wir kriegen immer wichtige Informationen. Guck mal, wie Wetter und Verkehrslage, das ist ja der Hammer. Einstellen kannst du mal. Aha. Da können wir noch einstellen, wahrscheinlich im Menü, dann, ob die Leute bezahlen müssen, Entwerter zum Beispiel. Also auf Wahnsinn. Verrückt. So, jetzt sollen wir einen Gang einschalten. Lege den Gang an, indem du den Fahrbereichsvorwahlschalter, die Namen, von N auf D schaltest. Fahrbereichsvorwahlschalter, lass es mit Position 1 und Bild nach oben drehen. Ach, das sind die hier. Das ist die Gang. Jetzt musst du die Feststellbremse benutzen. So. Das ist Rück- und Einführung. Du kannst aber auch draufklicken. Jetzt drück du einfach drauf, dann müssen wir es nicht. Ach so, das geht dann doch nicht. Das geht scheinbar nicht. Er sagt gerade, aber klasse. Klasse. Probier es doch mal mit dem Pfeiltast nach oben. Moment. Dann guck, nee, doch, wir müssen die Feststellbremse erst lösen. Obwohl er klasse gesagt hat. Der hat uns zu früh gelobt. Hm. Dann löst die noch mal. Dann müssen wir zwei Tasten gleichzeitig drücken. Über welche denn? Ich guck mal im Handbuch nach. Eben hat er es gesagt, dann haben wir zu viel geklickt und dann hat er Klasse gesagt und dann war es vorbei. Oh, jetzt habe ich das Licht aus Versehen schon ausgeschaltet. Wenn man dich mal kurz alleine lässt, ich gucke nur ins Handbuch, jetzt mach nicht den Bus kaputt währenddessen. Das ist schon gefährlich, wenn man halt nicht aufpasst, was du da machst. Guckt man zwei Minuten ins Handbuch, ist danach der Bus kaputt. Ja, das macht immer. Klimaanlage aus Versehen. Aber welche zwei Tasten müssen gleichzeitig gedrückt werden? Das hat er eben gesagt, dann haben wir nicht aufgepasst. Ach Mist. Weil wir halt mit der Maus das klicken wollten. Ich wäre doch so gerne in der ersten Folge mal rausgekommen aus dem Depot. Das schaffen wir schon mal. Rubrikoption. Ihr habt ja Zeit mitgebracht. Steuerung, Seite 33. So. Ich guck mich dabei ein bisschen um. Guck dich um. Ich schau mal. Rubrik Steuerung. Rückspiegel, passt auch. Achso, da steht aber nur, dass man es in die. Ja. Okay, irgendwo ist ein. Sind gerade Bomben angefangen. Nee, du musst doch tatsächlich im Menü nachgucken. Das sagt, das steht hier nicht drin. Wie, ich muss im Menü nachgucken? Oder? Anzeigeinstrumente? Ich finde es gerade. Machen wir uns doch nochmal das schöne Menü auf. Geh zur Steuerung halt da unten und dann siehst du auch. Da. Nee, Quatsch, Steuerung. Das mit diesen Blätterchen hier sieht im ersten Moment ganz stylisch aus. Nachdem man es das dritte Mal gesehen hat, nervt es allerdings nur noch. Tastatur. Ach du Scheiße. Achso, das ist aber jetzt nicht die Einstellung. Warte mal, oder Fahrzeug. Was? Hier kann ich aber was machen. Ah, guck. Feststellbremse lösen und einlegen. Einfügen war das. Und noch irgendwas dann. Probier es doch mal. Ach, guck. Ziehen und dann lösen und einlegen. Muss dann einfügen und rück ist wahrscheinlich Backspace, oder? Oder entfernen. Probieren wir es einfach mal. Wir können es gleich ausprobieren. Eins von beiden ist wahrscheinlich der Selbstzerstörungsmechanismus des Busses, den wir jetzt dann aktivieren, anstatt die Feststellbremse. Den hat ja bekanntlich jeder, wenn ich nervös. So, also erst einfügen. Was das? Einfügen? Oder erst das andere. Oder drück erst Backspace und dann einfügen. Ha! Ah! Jawohl! Sehr gut. Ich muss gestehen, wenn ich dich nicht dabei hätte, würde ich das Ding hier überhaupt nicht. Ist wie beim Zug, sage ich ja. So, und jetzt gib mal Gas, dass wir rausfahren. Achso, ich habe noch keinen Gang eingelegt. Bist noch irgendwie. Wie war jetzt nochmal durchschalten da oben? Das rückwärts, das ist Drive. Drive, oder? Ja. Nein! Schau dir das an, wir rollen. Und wie hübsch das gleich hier mit Echtzeitschatten und allem. Schau mal, wie das. War nicht mal so schlecht. Kein Vor Wunder, allem, dass dieses Thema Forderung so. Was aber ganz witzig ist, in unserem Bus kann man von draußen rein mit die Scheiben. Durch die Busse da hinten, wenn ihr mal reinguckt, da sind aufgeklebte Texturen auf den Fenstern. Vielleicht liegt es aber auch wirklich an den Grafikeinstellungen, die wir eingestellt haben, dass man das nach dem Tisch mal. Ja, ich hätte gar nicht geglaubt, dass wir in der ersten Folge das noch schaffen, den Bus anzuschmeißen. Ja, es kann losgehen. Es kann wir losgehen. Sind auf dem Weg zur Theresienwiese. Ja, genau. In der zweiten Folge werden wir jetzt die Theresienwiese anfahren. Wir werden mal gucken, wie das, ob München akkurat nachgebildet wurde. Ja. Wir werden mal schauen, wie das funktioniert mit Leute einladen, die halt diese Linie fahren wollen. Ich lade sie ein, in unserem Bus mitzufahren. Vielleicht können wir auch schon abrechnen. Also wir haben einiges vor in der zweiten Folge. Guckt unbedingt weiter. Die Links
Es wird in der zweiten Folge wird abgerechnet, hat Martin versprochen. Genau, ihr findet die Links immer wie immer entweder auf der rechten Seite über die Playlist oder über die Show, über unsere große Simulator-Show, wo ja auch schon 8 andere Simulatoren... große Simulator-Show. Und ihr seid alle mit dabei. Ja. Da steht sogar ein Hammer da draußen. Wenn wir anfangen zu singen, ist immer alles vorbei. Deshalb hören wir jetzt lieber auf. Es gibt eine Pause und wir sehen uns in der zweiten Folge. Mach's gut. Bis dann.